Jetzt schon? Ja. Okay, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Wizard und was mache ich um 2 Uhr früh auf einer Straße? Ganz einfach, das hier. Okay. Wir retten jetzt Amphibien. Ja. Nein, der Dummach in die Wolken bewegen sich. Nein, der Mond bewegt sich. Die Wolken bewegen sich. Der Mond bewegt sich. Da kannst du es nochmal in die Kamera sagen. Was? Kannst du es nochmal in die Kamera sagen? Dass sich der Mond bewegt. Ja. Die Leute glauben, ich bin verrückt, aber der Mond hat sich bewegt. Okay, wir sind jetzt gleich bei der ersten Frösche beim Zaun. Und dafür habe ich meinen Illuminati-Kübel. Ja, mein hübsches Exemplar, was ist denn das für einer? Wir haben keinen Weißabgleich. Okay, geht es besser gleich. Das ist eine. Dreh's mal um. Dass man Unke. Ja, Unke können wir auf jeden Fall ausschließen. Das ist eine. Leuchtzeichen, wie man sagen. Eine Erdkröte. Das ist keine Erdkröte. Was sonst? Aber sagen wir mal, es ist eine Kröte. Ja, das ist eine Erdkröte. Welche Kröte sonst? Erdkröte. Du darfst weitergehen. Ein bisschen weiter weg von der Straße, sonst wird es zusammengeführt. Viel Spaß auf dem weiteren Weg. Kröte Nummer 1 gerettet. Merkt ihr das? Ich will es nicht gleich aufschreiben. Schauen wir mal. Da ist ein Kiefer drin. Da ist überhaupt kein Frosch. Du musst Amphibien sagen. Amphibien. Das ist Diskriminierung. Keine Amphibien. Ein Exemplar. Was ist das? Ist das ein Laubfrosch? Das Grün. Ich nehme ihn nochmal. Nein, ich glaube, das ist eine Kröte. Fuck. Ich küsse den Frosch vielleicht wieder zu meinem Traumprinzen. Es ist immer noch ein Frosch. Nein, es ist kein Frosch. Nein, es ist eine Kröte. Dreh es einmal um. Nein, auf dem. Ups, ich finde es nicht. Auf dem Bauch. Das mag es nicht. Es ist ziemlich flach, es könnte sich um eine Unke handeln. Nein, das ist keine Unke. Kröte. Das Licht ist so hell, dass man nichts sieht. Du hast das immer zu fokussiert. Ich muss wieder. Schau, wie süß das ist.
Ein tolles Exemplar einer Kröte. Und sie uriniert mich nicht einmal an. Okay. Weiter geht's, oder? Weiter geht's. Aber dann schaust du eigentlich irgendwo im Zaun. Da in diesen Furchen sind auch manchmal Exemplare. Nicht jede Amphibie geht freiwillig in den Kübel. Holy fuck! Was ist das für eine? Gib mal auf, meine Frau. Eigentlich haben wir es eh auf dem Video, wir können sie nachher bestimmen. Das ist ein Springfrosch, oder? Komm so. Ich hab's überhaupt nicht hören. Dings. Was denn? Ich würde es gerne mit der anderen Kamera fotografieren. Das Licht ist einfach zu hell. Jetzt ist gar kein Licht drauf. Ja, das. Nächstes Mal, ich habe die Sticker. Mach den gleich vom Zaun. Ja, die müssen nach hinten wachen. Darüber, warte. Wir können da drauf. Was? Ich muss einmal rauchen. Das ist immer zwei, ja. Erklär, was sie gerade machen. Sie machen gerade Geschlechtsverkehr, meine lieben Freunde. Ich will nicht wirklich stören dabei, aber. Jetzt muss ich die Frogs beim Geschlechtsverkehr stören. Das sind keine Frogs. Kröten. Das sind Erdkröten. What the fuck? Ich hab gar nichts auf Kamera. Null. Willkommen zurück bei der Jungnattenfußsammlung. Da muss was gehen. Boah, das geht nicht. Freedom! Da haben wir noch viel Spaß. Die müssen jetzt zum Eck finden. Und wir, noch weiter, damit wir auf Wiedersehen. Er will mich gar nicht rauslassen. Kröte, oder? Ja, für euch, Hans-Berlin. Will ich mal die Richtung 20 Meter Das ist schon das, was ich da gerne. Also dort. Wie sich der Fest? Es ist 3 Uhr früh und wir sammeln Kröten und Frösche. That's my life.
Arsch, oder? Ja, die muss raus. Quack, quack. Schau, das Licht. Mach's gescheit. Ja, ja, so ist gut. Ja, ja, okay. Ich hab den Kübel rein, schon nichts hin. Das ist sehr leer, weißt du. Bitte, du musst den Kübel dann tragen, ich bin dann bei zum Spiel gehen und überflogen. Ich bin überflogen. Okay. Ist das was? Nein. Okay, meine liebe Leute, jetzt siehst du was. Da ist der Froststech und da wird man sich jetzt aussetzen. Da könnt ihr schön leichen. Das wird toll. Vielleicht finden wir ein netteres Plätzchen. Okay, los, folgt mir. Okay, liebe Leute, wir gehen jetzt in diesen Wald hinein, um frische Feuer reinzubringen, wo sie leicheln können. Und ja, das ist super toll, man muss jetzt mit der Lampe blenden, so wie sieht. Das war pure Naturflow, da bin ich die Froggies. Die Froggies sind im Nappi-Style. Sehr schön alles. Gut, ich werde mal den Tapp, bis wir bei den Froggies sind, beim Teich. Also bis gleich, ciao. Okay, wir sind jetzt am See. Ich bin mir nicht sicher, ob man es richtig gut sieht. Na, das sieht man ziemlich überhaupt nicht. Ja, man sieht es trotzdem nicht. Die Kamera kann es nicht aufnehmen. Da haben wir zwei Schwäne und lauter Froggies und Kröten, die miteinander rammeln. Und ja, und jetzt tun wir unsere Froggies. Ich hab das Knacken bei mir schon wieder, die halten nicht lang. Halt zu den Froggies. Das Licht ist wie ein Freigelassen. Tschüss, Timmy. Ist genug Licht? Okay, die wollen jetzt alle in verschiedene Richtungen, aber der will zum Wasser. Kannst du hinleuchten? Ist er dann voll runtergeholt? Wieso? Das ist schief. Wo ist der Frosch? Also der liegt jetzt da unten. Die anderen bewegen sich nicht so. Oh, der tritt durch. Ein Springbusch, das auch mal rein, schau, dass du nicht draufsteckst. Sieht man mich? Schaut creepy aus. Ja, geht ins Wasser. Nicht schnell kommt fest. Er ist im Wasser. Er hat es dank uns geschafft.
Die wollen jetzt alle ins Wasser, die Froggies und Kröten. Und das war schon wieder mit den Mitternachts bis Bullshit, was ich rede. 3 Uhr früh Amphibien-Rettungsflug mit Inaktivkohle. Und Peace out, Leute.